und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie One-Pot-Gerichte, die im Winter glücklich machen. Wir machen einen Eintopf mit Wintergemüse. Da habe ich schon jede Menge für euch vorbereitet. Gesund, nahrhaft und vor allen Dingen lecker. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Jede Menge Gemüse habe ich bereits vorgeschnippelt für euch. Ich stelle euch das aber dann wie gewohnt nach und nach vor. Wir beginnen mit der Zwiebel. Das sind zwei Zwiebeln, die ich schon mal geviertelt habe. Außerdem ein kompletter Bund Petersilie. Der kommt ebenfalls hinein. Petersilie enthält ja wahnsinnig viel Vitamin C, ist also das Perfekte für den Winter, Erkältung und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. Das Ganze wird jetzt 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Wir schieben das mit dem Spatel nach unten. 30 Gramm Öl kommen jetzt noch in den Kessel und das Ganze wird jetzt gedünstet. 3 Minuten, 120 Grad auf Stufe 1. Dann sehen wir uns wieder mit dem nächsten Arbeitsschritt. Bis gleich. Wir geben das Gemüse hinzu. Da haben wir 300 Gramm Kartoffeln. Die habe ich bereits in Stücke geschnitten. Alles habe ich in Stücke geschnitten übrigens. 300 Gramm Knollensellerie. 300 Gramm Möhren. 600 Gramm Wasser. Ein Esslöffel Majoran. Einen großen Teelöffel von unserer Universalzutat, der Gemüsebrühgrundstock. Ihr könnt da auch normale Gemüsebrühe nehmen, aber den solltet ihr auf jeden Fall mal selber machen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ein wenig Salz kommt noch in den Kessel und wie ein altes Sprichwort sagt, wo Salz dran ist, da muss auch Pfeffer dran. Eine Prise davon. Und das Ganze wird jetzt gekocht und zwar 22 Minuten im Linkslauf. Ganz wichtig auf Stufe 1 und zwar in der Varoma. Bis gleich. Lange hat es jetzt gekocht, aber es ist noch gar nicht ganz fertig. Ein Wintergemüse, das winterlicher nicht sein kann, muss natürlich noch rein, nämlich Weißkohl. Davon habe ich 200 Gramm in schmale Streifen geschnitten. Das kann man ja dann so, indem man das einfach hier so, kennt ihr. Das kommt einfach noch rein hier in unseren Kessel und das wird jetzt auch noch mal 10 Minuten auf 100 Grad im Linkslauf Stufe 1 erwärmt. Unser Wintergemüseeintopf ist fertig. Das zumindest signalisiert mir gerade unser Wunderkessel. Und ja, es riecht auch schon sehr wintergemüsig. Ich mache mir da jetzt so ein Portionchen drauf. Es ist ausgelegt auf 4 Personen. So steht es im Rezept. Ich mache mir jetzt nur mal so eine kleine Probierportion hier drauf. Das seht ihr gleich besser auf dem Foto, das ich euch gleich noch einblende. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie es schmeckt. Und ich glaube, das ist so genauso mein Ding. Ich mag solche Sachen ja. Ne? Ich mag Sellerie unglaublich gerne. Ich mag Möhren unglaublich gerne. Und Weißkohl oder wie man bei uns sagt, Kappes mag ich auch. Außerdem ist Petersilie drin. Es ist gesund, es ist nahrhaft und ja, mit Sicherheit auch sehr, sehr lecker, so wie es riecht. Und verdammt heiß. Das ist wirklich toll. Also durch die Kartoffeln ist das auch so ein bisschen sämig geworden. Ihr könnt das noch ein bisschen abschmecken, vielleicht mit Pfeffer und Salz. Das werde ich wahrscheinlich auch noch tun, bevor ich es mit nach Hause nehme. Aber so schmeckt das wirklich fantastisch. Ihr solltet das auf jeden Fall mal ausprobieren, zu Hause nachzukochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was sind eure Lieblingseintöpfe im Thermomix. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.